Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier bei mir auf dem Kanal. Hier geht es um das Thema Kopfgelenksinstabilität, Instabilität des ersten, zweiten und dritten Halswirbels. Mein Name ist Uli Gottfried, ich bin Betroffener und Patient. Ziel dieses Kanals ist es, einen Wissensaufbau durchzuführen. Und dazu gibt es Beiträge mit Experten und aber auch Beiträge von mir, Erfahrungen, die ich gemacht habe und die ich gern teilen möchte, um Fehler zu vermeiden. Ja, heute geht es um zwei Themen, die ich in alten Videos schon vorgestellt habe. Und zwar, ich teile dazu kurz den Bildschirm. Und zwar habe ich in dem Video Kopfgelenksinstabilität, Ursache neurologischer Probleme, ja, Präparate vorgestellt, die ich selbst im Internet gefunden habe, die ja, homöopathische aufgearbeitete Substanzen aus echtem Gewebe sind. In dem Fall ist es vom Rind. Also Nerven vom Rind, die dazu auch herangezogen werden könnten, zu testen, ob diese Strukturen im menschlichen Körper bei uns, bei den Kopfgelenkspatienten, irritiert sind. Und da möchte ich euch heute ein Update dazu geben. Und ein weiteres Update. Ich habe vor einigen Monaten hier, das ist das Video CMD und Instabilität der oberen Halswirbelsäule, eines meiner bestlaufendsten Videos. Hier seht ihr ein Video-Einblendung gemacht, wo ich mit meiner Frau gemeinsam euch zeige, wie man kinesiologisch testen kann, ob der Schädel richtig auf dem Atlas sitzt. Und hier haben wir jetzt nochmal über Probanden versucht zu prüfen, ob die Erkenntnisse, die sie bei mir hat, auch übertragbar sind, weil sie kann ja bei mir akute Zustände, also Angstzustände stoppen, indem dass sie den Kopf wieder an die richtige Stelle verschiebt. Und die Frage ist, kann man das übertragen? Ist das bei anderen auch so? Und da haben wir eben jetzt in beiden Fällen, sowohl hier bei den Medikamenten als auch hier, habe ich das an zwei Probanden getestet aus der Selbsthilfegruppe bei uns. Und die Ergebnisse sind meiner Meinung nach so vielversprechend, dass ich sie euch hier heute schildern möchte. Wir fangen an mit dem Thema Medikamente. Und das ist hier die Seite, die ich euch damals gezeigt habe bei dem Video. Und ja, wir hatten hier Kontakt mit der Firma Wahler. Einige Medikamente sind nicht mehr im Produktionsprogramm von der Firma Wahler, weil sie einfach zu selten nachgefragt werden. Ich hatte euch ja gesagt, dass diese Medikamente noch bei keinem Therapeuten waren, den ich kenne, und ich war bei einigen, die wirklich absolute Profis sind im Bereich der Kinesiologie, Ausbilder von meiner Frau. Ich war bei drei Ausbildern von meiner Frau länger in Behandlung und keiner hatte derartige Medikamente von der Firma Wahler. Wir hatten Kontakt mit der Firma Wahler, die haben auch geprüft, was sie noch auf Lager vorrätig haben und haben jetzt hier uns diese Medikamente freundlicherweise, dafür möchte ich mich nochmal bedanken, kostenlos zur Verfügung gestellt, sodass wir die auch entsprechend testen können. Und die These oder die Hoffnung war jetzt, dass wir über einen Muskeltest, über kinesiologischen Test, genau diese Strukturen hier, sehen wir hier nochmal das menschliche Präparat, das sind hier also die Nerven, die wir testen wollen, dass wir da herausfinden, ja, welcher Nerv ist es jetzt denn tatsächlich? Ist es denn wirklich der Nervus vagus, der immer so im Fokus steht, auch bei den Amerikanern als Verdächtiger, der hier wohl immer irritiert ist und zu diesen neurologischen Problemen führt. Dazu haben wir herausgefunden, dass eine Stelle bei mir, wenn ich die Anlagen, dass ich da auf schwach reagiere, also schwach heißt, ich lange mich hier an und dann macht meine Frau einen Muskeltest und ich habe keine Kraft mehr. Lange ich die Stelle nicht an, habe ich Kraft. Ja? Okay. So, also das ist der Muskeltest. Und wir haben also herausgefunden, wenn ich genau diese Stelle hier anlange, dann reagiere ich mit Schwäche. So. Und wenn ich mit Schwäche reagiere, dann kann ich auf diese Stelle, wenn ich diese Stelle anlange und mir ein Medikament in die Hand gegeben wird, testen, ob das Medikament diese Schwäche ausgleicht. So, wenn jetzt praktisch hier ein Nervus vagus Schwäche erzeugt und ich den Nervus vagus als homöopathisches Medikament in die Hand nehme und der Nervus vagus wirklich diese Schwäche hat, dann würde es mich wieder stark machen. Und es würde zeigen, dass der Nervus vagus geschädigt ist. Okay? Das ist die Logik bei dieser Testung.
Die Vermutung war, ja, kann man das so testen? Und ja, es hat sich herausgestellt, ja, wir können das so testen. Und die Ergebnisse waren sehr überraschend, denn es war nicht der Nervus vagus, sondern es war der Nervus sympathicus. Sehr überraschend für mich und auch für die Probanden. Wie haben wir hier getestet? Nun, meine Frau hat an mir getestet und also weder sie noch ich wussten, welche Substanz sie mir in die Hand gibt, welche Substanz sie mir wann in die Hand gibt. Wir haben 3 Tage lang getestet, immer wieder mit der gleichen verbundenen Augen, kann man fast sagen. Ja? Und das Ergebnis war jedes Mal eindeutig, es gab keine einzige Falschmessung, immer Sympathikus. Es gab keine einzige Messung, wo was anderes rausgekommen ist, obwohl wir nicht gewusst haben, was wir testen. Bei Proband 1 war es auch so. Proband 1 geht sehr schlecht, kann das Haus nicht verlassen. Ich musste zu ihm hinfahren und habe ihn praktisch vor Ort getestet. Auch er war hier schwach und auch ihn habe ich getestet, indem dass ich erstmal alle Substanzen gemischt habe. Ich hatte nicht die richtige Brille auf, um überhaupt die Präparate zu lesen. Er war dort gelegen, ist getestet worden. Ich habe ihm die Substanz in die Hand gegeben. Er hat nicht gewusst, welche Substanz er in die Hand bekommt. Und auch hier war ein sehr überraschendes Ergebnis. Es war auch der Sympathikus. Es war nicht der Nervus vagus. Wir haben das nochmal zweimal nachgetestet. Er konnte das nicht glauben, aber es war so. Es war der Sympathikus. Dann habe ich einen Proband 2 eingeladen. Der ist hier zu mir nach Hause gekommen. Wohnt hier gut eine halbe Autostunde entfernt, auch aus der Selbsthilfegruppe. Und ihm ging es nicht so schnell, er ist schlecht, er ist also mit dem Auto gekommen, er ist auch vorher erst beim Osteopathen gewesen, war eigentlich ziemlich gut eingestellt, deswegen haben wir gesagt, ob das Sinn macht. Aber auch er hat genau an der Stelle mit Schwäche getestet. Wir haben die gleiche Vorgehensweise gemacht, ich habe die Fläschchen gemischt, er hat nicht gewusst, welches Fläschchen er in die Hand bekommt, ich habe nicht gewusst, welches Fläschchen ich gebe. Und auch hier ein sehr überraschendes Ergebnis. Auch der Sympathikus hat hier getestet. Das war sehr überraschend für uns alle. Ja. So, das heißt also, dass die Struktur des Sympathikus irritiert ist. Und das heißt, wenn man die Stelle da oben anschaut, sind wir genau in dem Bereich des Ganglions superior cervical. Das haben wir ja auch schon mal vorgestellt. Das ist ein Nervengeflecht, wo sehr stark Nerven verdichtet sind, was unmittelbar an C1 und C2 ist, also fast Kontakt hat. Und wenn diese Strukturen verdreht sind, verschoben sind, können die natürlich irritiert werden. Und das hat sich meiner Meinung nach hier über die kinesiologische Testung bestätigt. So, wie geht es jetzt weiter? Wir sind ja noch in der Testphase. Und wir werden jetzt praktisch Proband 1, 2 und ich, wir werden uns jetzt praktisch regelmäßig mit dem Medikament hier spritzen in dem Bereich. Mit einer ganz kleinen Nadel, 0,3 mm, die geht gerade unter die Haut. Also es wird eher Quaddeln sein, ja, wo wir uns hier spritzen. Und das natürlich immer erst nach einer kinesiologischen Testung. Wir werden also erst testen, brauche ich das Medikament in diesem Moment? Und dann spritze ich mich. Ne? Es ist nicht einfach so, dass wir sagen, jede Woche zweimal spritzen, sondern immer. Wenn ich das brauche, spritze ich das. Ja? Und dann werden wir schauen, können wir hier diese Nervenreizung wegbekommen, dass ich, wenn ich hier hinlang, nicht mehr schwach werde. So. Und das gilt es abzuwarten. Das wird jetzt sicherlich einige Wochen dauern, bis wir hier Ergebnisse haben. Und ich werde es dann auch natürlich wieder hier auf dem Kanal vorstellen. Noch ein Unterschied zu Proband 1 und zu mir. Bei uns beiden haben nämlich noch Schwermetalle getestet. Ihr wisst, ich leide im Moment Schwermetalle aus. Ich habe also hier auch noch eine Schwermetallbelastung. Ich denke, dass die auch diese Schwermetalle in dem Nervengeflecht sind. Da können wir vielleicht einen Unterschied sehen. Und der Proband 1 leitet die im Moment nicht aus. Proband 2 hatte keine Testung auf Schwermetalle. Das liegt daran, dass er schon ein halbes Jahr Schwermetallausleitung gemacht hat. Mit DMP, DMPS-Infus, DMP, DMS, DMPS-Infusionen, denke ich. Es kann sein, dass ich durcheinander komme. Und weiteren Mitteln mit Melatonin und so weiter. Also er hat wirklich eine harte Schwermetallausleitung gemacht über einen längeren Zeitraum. Und deswegen ist er dann nicht mehr testbar. So, und dann ist die Frage, wie gesagt, kriegen wir mit den Medikamenten die Nervenreizung raus oder reicht das nicht aus? Und es gibt noch weitere Baustellen, an denen man arbeiten muss. Aber
Prinzipiell kann man praktisch mit diesen Mitteln dem Nervus sympathicus, also diesem Ganglion, sagen: Hey Ganglion, so schaust du richtig aus. Bitte versuch dich zu beruhigen, versuch dich zu harmonisieren. Und natürlich werden wir damit keine Instabilität lösen, aber vielleicht die Auswirkungen, ne, die neurologischen Auswirkungen etwas reduzieren, indem dass man für mehr Ausgleich sorgt. Es gilt es abzuwarten, es ist ein Experiment, es ist auf jeden Fall im Moment sehr interessant und deswegen habe ich gedacht, ist jetzt der Zeitpunkt, es euch entsprechend zu schildern. Soweit zur Nerventestung. Dann in dem Video CMD und Instabilität der oberen Halswirbelsäule habe ich euch ja auch eine Möglichkeit aufgezeigt, wie ihr euch selbst misst mit einem Partner zusammen über eine kinesiologische Testung, ob der Schädel richtig auf dem Atlas sitzt. Ja. Leider habe ich keine Kommentare bekommen unter dem Video, ob das euch möglich war. Und also nochmal Appell, bitte versucht es. Es ist nämlich möglich. Und ja, ich habe diese Testung jetzt tatsächlich auch bei Proband 1 und bei Proband 2 versucht. Warum? Also, ich habe euch ja schon mal gesagt, dass bei mir, wenn ich diese Testung mache und kinesiologisch rauskommt, dass der Schädel nicht richtig auf dem Atlas sitzt, ja, wenn mir meine Frau das gerade schiebt, verschwinden bei mir innerhalb von 5 Minuten diese brutalen neurologischen Probleme. Also Schweißausbrüche, Angstzustände, Herzrhythmusstörungen, Sehstörungen und so weiter. So. Das heißt, wir können das sehr schnell regulieren. Ich wach auf, weiß, oh Scheiße, der Kopf sitzt nicht richtig. In dem Fall muss ich meine Frau aufwecken. Und nachdem die das eingestellt hat, ist die Nacht wieder einigermaßen normal. Ja? Und der nächste Tag ist wieder okay. So. Also, und die Idee war es, habt ihr die gleiche Systematik, kann man das übertragen und würde das auch ja, den Probanden helfen. Und aus dem Grund, wie gesagt, habe ich das auch am Proband 1 getestet. Wie gesagt, Proband 1 ist in sehr schlechtem Zustand. Er kann das Haus nicht verlassen. Er kann nicht spazieren gehen, nicht Auto fahren. Er war schon bei allen Ärzten. Also er war in der Schweiz. Er hat alles durch. Er hat mehrere 10.000 Euro ausgegeben an Ärzten und Therapeuten. Muss aber regelmäßig in die Notaufnahme, weil bei ihm das Herz dann ganz langsam schlägt. Also er hat dann Angst, dass das Herz stehen bleibt und das ist ein extrem krasses Gefühl. Ja? So, also er hat nicht den Angstzustand wie ich, sondern eher ja, schon auch Angst, dass das Herz stehen bleibt. Ja? So ein bisschen ähnlich vielleicht. So, und ich habe ihn getestet in so einer ja doch eher schwierigeren Phase und wir haben also festgestellt, dass der Atlas verdreht ist über den Zungentest und über den Test aus dem Video, dass der Kopf nicht richtig auf dem Atlas sitzt. Also was wir hier mit den Tests machen, ist praktisch, ob der Kopf nicht richtig auf dem Atlas sitzt. Wenn ich das mit der Klassifizierung von Centeno-Schulz mal in Einklang bringe, ist es eine Typ-1-Instabilität. Also wir testen hier keine Typ-2- oder Typ-3-Instabilität. Ja? Und gerade zwischen Kopf und Atlas entstehen eben, wenn da eben irgendwas nicht passt, diese ja, starken neurologischen Beschwerden, hat ja auch Montazem ganz klar geschildert in seinem Video, dass da eben diese neurologischen Probleme sehr stark auftreten. So. Und wir haben also da auch das alles festgestellt und ich habe das adjustiert. Also ich habe ihm das gar nicht so gesagt, aber es war das erste Mal, dass ich das bei jemand anders gemacht habe, weil sonst hat er das immer nur meine Frau bei mir gemacht und diesmal habe es ich bei ihm gemacht. Also das zeigt, ich konnte es lernen, ja, wie man das macht und habe das bei ihm gemacht. Und wir haben danach eben kinesiologisch getestet und die kinesiologische Testung hat gezeigt, dass die Justierung erfolgreich war. Ja, ich war dann auch sehr gespannt und habe ihn gefragt, ob er jetzt irgendwas spürt nach der Behandlung. Also, hat mir dann am nächsten Tag Feedback gegeben. Also, er konnte das erste Mal seit Monaten einen Spaziergang machen und ist sogar mit dem Auto gefahren. Ja. Und das ist für ihn bahnbrechend. Er hat gesagt, von 100% seiner Symptome waren 80% weg. Natürlich hat er nachts geschlafen und in der Früh war es genauso, weil nachts sich wieder alles verstellt. Aber
Wir haben einen Zustand kurzfristig erreicht, der einigermaßen normal ist. So, nächster Schritt ist, ich werde jetzt bei ihm eine Schulung machen. Wir werden einen Angehörigen schulen, wahrscheinlich seine Oma, dass sie diese Justierung, also erst die kinesiologische Testung und dann die Justierungen machen kann. Das wird für die Persona natürlich eine, ja, große Belastung sein, weil sie muss ihn wahrscheinlich in der Früh justieren, abends justieren und wenn er nachts aufwacht und ihm geht schlecht, muss sie ihn auch nachts justieren. Aber die These ist, dass wenn wir das oft genug machen, ja, eine stabilere Einstellung der Wirbel erfolgt und die Symptome zurückgehen. Und natürlich, dass er unterm Tag einigermaßen normal leben kann. Einigermaßen normal leben kann. Also ich weiß, wie ich so komplett abgekackt bin. Wenn ich einen halben Tag nur mal Pause gehabt hätte von diesen Zuständen, ich hätte gesagt, okay, ich zahle da einen Therapeuten 100 €, dass der mich einstellt, nur für 4 Stunden Pause, weil das so brutal ist. Ja? Und wenn wir hier schaffen, dass wir Pausen einbauen können, dann ist das eine deutliche Erhöhung der Lebensqualität. Und Ziel ist es also jetzt praktisch hier, dass wir dann praktisch mit der Methodik Angehörige schulen, diese Justierung selbst durchzuführen und die Leute zu unterstützen. Proband 2 kam also sehr stabil zu mir. Der, ja, war ja vorher erst beim Osteopathen, deswegen, ja, war da die Frage, ob da eine Fehlstellung vorliegt. Wir haben keine Fehlstellungen gefunden. Ich meine, C6 war zu weit nach hinten rausgedrückt, wahrscheinlich durch eine Kopfvorhaltung, drückt sie den Wirbel hinten raus. Den haben wir kinesiologisch getestet und eben festgestellt, dass er weiter nach hinten, nach innen gehört. Das ist jetzt nicht Ziel der heutigen Veranstaltung. Wir reden heute wirklich nur über C0 und C1. Und auch hier, der wird jetzt zu mir kommen. Ich werde seine Frau anlernen, diese Justierung zu machen, dass wenn es ihm mal schlecht geht, dass er dann diese Justierung selber machen kann und auch, dass wir hier lernen, ob wir uns selber aus diesen Zuständen holen können. Nochmal, wir reden hier über eine Typ 1-Instabilität. Wenn du eine Typ 2, Typ 3-Instabilität hast, ja, und weiter unten hier es zu Problemen in den Wirbeln kommt, dann kann man die auch mit Kinesiologie entsprechend testen und dann auch manuell gerade rücken. Ist aber jetzt nicht Ziel hier dieser, ja, dieses Tests. Ja. Und ja, also ich finde es für sehr vielversprechend. Ich werde euch deswegen jetzt nochmal Ausschnitte aus dem Video dazu spielen, das ich hier mit meiner Frau aufgenommen habe. Und zwar hier diese Minuten, die werde ich euch nochmal dazu spielen, jetzt im Anhang, ja, damit ihr das selbst testet. Ja, denn ich denke, die Testung ist möglich. Und wenn es euch schlecht geht und ihr habt einen Partner, dann versucht es zu testen und schreibt mir die Kommentare, denn die ganze Sache schaut wirklich sehr vielversprechend aus. Und ich würde mich freuen, wenn wir hier Lösungen finden, die das Leben von euch verbessern. Ja. Jo. Genau. Dann spielen wir jetzt mal das Video ab. So, das bin ich. Genau. So, und das ist die Doris. So, wir testen jetzt zuerst, stopp. Wir testen jetzt zuerst, ob der Muskel testbar ist, ob wir den Muskel einsetzen können, um den Kiefer zu testen. Ja? Dazu legt meine Frau jetzt die Hand an den Oberschenkel und drückt den Oberschenkel nach unten und ich versuche gegen ihre Kraft zu drücken. Und sie gibt schon ein bisschen Kraft drauf, ja. Und im ersten Moment sollte ich Kraft haben. Wenn ich da schon keine Kraft habe, dann ist schon mal ein grundlegendes Problem. Aber in dem Fall habe ich auch die Kraft. Sie drückt jetzt. Achtung. Drück, 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 drück. Okay, das war's. Und jetzt sucht sie was am Arm. Das zeige ich euch gleich noch einmal ganz genau. Den sogenannten Sedierpunkt. Sie schwächt jetzt genau diesen Oberschenkel. Und dann sollte Folgendes passieren. Nee, sollte Folgendes nicht passieren. In dem Fall sollte der Muskel schwach werden. Bei mir tut er das aber nicht. Er bleibt stark. So, das haben wir gerade vorher gedacht. Ja, was ist jetzt hier passiert? Ich habe am Vorabend, habe ich ja, mich vielleicht wahrscheinlich daneben benommen. Was sie mir jetzt gibt, ist einfach ein Pulver, Basenpulver. Ja. Also ich habe einen zu starken Säurehaushalt gehabt im Körper. Jetzt gibt sie mir das Basenpulver.
Es ist echt strange, aber ich kriege das nur in die Hand und ich habe eine Veränderung. Und man kann praktisch so auch testen, ob ein Medikament passt. Und so, sowohl homöopathische Medikamente als auch schulmedizinische Medikamente kann man ihrer Wirksamkeit testen. Ja, okay. Machen wir also weiter. Ich nehme das nur in die Hand. Und jetzt macht sie den gleichen Test. Sie wirkt mich wieder. Und drückt wieder. Und jetzt zack. Ja, also es ist nicht gespielt, Leute. Ihr müsst es selber ausprobieren. Es ist nicht gespielt. So, also jetzt bin ich testbar. Wenn euch das passiert mit zweimal stark, probiert 3 Stunden später nochmal den Test. Wenn nicht, nochmal einen Tag später den Test. Wenn das nach 3 Tagen immer noch der Fall ist, ja, dann liegt ein Problem vor bei euch im Körper. Ja, jetzt könnte man rein theoretisch auch noch einen anderen Muskel verwenden. Du kannst jeden x-beliebigen Muskel verwenden. Ich kann euch das jetzt nur nicht hier im Video zeigen. Aber prinzipiell habt ihr jetzt ein Problem hier und das ist eigentlich der Muskel vom Dünndarm. Also es könnte jetzt dann ein Problem im Dünndarm sein. Ja. Genau, wie auch immer. Also ich bin jetzt testbar. Ich muss jetzt aber praktisch bei dieser Testung diese Tablette immer in der Hand halten. Gut, jetzt zeige ich euch mal die Sedierpunkte. Und zwar ist das hier zwischen Ellenbogen und dem kleinen Knochenvorsatz, dem Mäuschen, auf der Innenseite vom Arm. In dem Fall natürlich, wenn ihr den rechten Fuß verwendet, müsst ihr auch den rechten Arm nehmen. Ja, ich zeige das nochmal von einer anderen Perspektive aus. Und das nochmal hier aufgenommen, hier rein und dann hin und her rubbeln. Ja, bisschen Druck drauf geben, bisschen hin und her rubbeln, das reicht. Ja, okay, das ist das Sedieren, das müsst ihr praktisch machen, um dann zu testen, ob tatsächlich danach die Schwächung ist. Wenn nach dem Sedieren ihr trotzdem stark bleibt, habt ihr trotzdem genauso ein Problem. Was ich euch noch zeigen möchte, passt jetzt nicht ganz rein hier in das Video mit CMD, aber natürlich mit dem Thema Atlas Axis wollte ich die Gelegenheit nutzen. Ihr könnt auch testen, ob der Kopf richtig auf dem Atlas sitzt. Und das sind diese diese Messungen hier. Also, ich tue den Kopf ganz nach vorne. Jetzt machen wir die kinesiologische Testung mit Test, Sedierung, Gegentest. Hinten Test, Sedierung, Gegentest. Ja, dann Kopf ganz leicht anheben und ganz leicht nach vorne. Messen. Wieder Normalstellung. Ganz nach hinten messen. Das ist ein Thema, wo meine Frau regelmäßig bei mir feststellt, dass ich ein Problem habe. Klar, Instabilität, obere Halswirbelsäule, was wir korrigieren müssen. Also hier kann man ganz leicht messen, passt der Schädel, sitzt der richtig auf Atlas-Axis. Gell? Also in dem Fall sitzt der Schädel auf dem Atlas, Entschuldigung, es ist nicht die Messung zwischen Atlas und Axis. Aber kann man auch ganz leicht testen und das wollte ich jetzt hier einfach mal, ja, wollte ich hier einfach nochmal mit einbringen. Okay, das soweit als Exkurs. Ja, ich habe die Bitte. Ja, probiert es. Ja, und schreibt mir eure Kommentare. Funktioniert die Messung? Habt ihr Probleme? Ich, wie gesagt, dieses Forum hier lebt von der Diskussion und nicht nur vom Video anschauen und vom Austausch. Ja. So, das ist also gewesen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da, kommentiert das Video, schenkt mir ein Abo, würde mich sehr freuen und ich hoffe, wir sehen uns auf diesem Kanal bald wieder.